Los ging es am Freitagabend. In Neukölln trafen Rechts- und Linksextreme aufeinander. Hier wurde ein 13-jähriger Junge schwer verletzt. Der Jugendliche lief hinter einem Demonstrationszug der Rechtsextremen her, wo ihn laut Polizei ein Kleinpflasterstein traf. Hintergrund war eine rechte Demonstration, die dort durch den Rodower Stadtteil gelaufen ist. Es kam zu insgesamt 21 Festnahmen. Leider sind auch drei meiner Kollegen dort verletzt worden. Sie sind glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Es handelte sich um Angehörige des Verkehrsdienstes, die dort ganz gezielt auf ihren Motorrädern mit Steinen, Flaschen und dann auch mit Tritten angegriffen wurden. Ein Motorrad ist dabei auch sehr stark lädiert worden. Deutlich friedlicher ging es am Sonnabendnachmittag in Kreuzberg und Friedrichshain zu. Hier trafen sich ca. 2000 Demonstranten, um gegen das Mediaspray-Projekt zu protestieren. Es war wirklich ein absolut friedliches, musikreiches Zusammenkommen von über 1000 Personen dort. Da hatte die Polizei kaum Grund, in irgendeiner Art und Weise einzuschreiten. Also das war völlig problemlos. Mediaspray ist eines der umstrittensten Investorenprojekte in Berlin. An den Ufern des Flusses sollen Gebäude für Medienunternehmen und Hotels errichtet werden. Zurzeit befinden sich hier zahlreiche Strandbars und Clubs. Ein Bürgerentscheid im vergangenen Jahr fiel mit großer Mehrheit gegen das Projekt aus. Allerdings ist er nicht bindend. Mit lauter Musik glich die Demonstration eher einer Party. So friedlich wie der Nachmittag auch war, am Abend kam es wieder zu Ausschreitungen. Bei einem unangemeldeten Demonstrationsmarsch in Kreuzberg erinnerten Linksautonome an den Tod eines italienischen Jugendlichen vor 10 Jahren in Genua. Sind dann auf ein Signal hin losgelaufen und das auch gleich von Anfang an in einer hohen Geschwindigkeit, haben dort Signalfackeln gezündet, haben Pyrotechnik gezündet und dann, als die Polizei sich dann diesem absichtlich nicht angemeldeten Aufzug genähert hat, auch die Polizei massiv angegriffen. Es sind dort Steine geflogen, es sind Flaschen geworfen worden auf die Polizeibeamten. Es ist mutmaßlich auch mit einer Zwille auf Polizeifahrzeuge geschossen worden. Es ist glücklicherweise keiner unserer Kollegen dort getroffen worden. Die Linksautonomen verteilten sich immer wieder kreuz und quer zwischen Skalitzer Straße und Cottbusser Tor und hielten so die Polizei bis etwa 0.30 Uhr auf Trab. Signalfackeln, Knallkörper und fliegende Pflastersteine und Flaschen zeichneten ein Bild einer unruhigen Nacht.